Ja, Tag bei Team Losbubble. Race Room Leaderboard Vorstellung Part 5. Heute geht es um diese Kollegen. P1 Prototypen. Fixed Setup. Strecke. Habe ich vorher schon einmal gefahren. Trainiert. Ist auf jeden Fall eine Hardcore-Kombo. Das Ganze habe ich gerade gesehen. Free-to-Play-Competition. Genauso wie der Gruppe 4 Porsche. Jeder kann mal testen, ohne irgendwie einen Kreuzer dafür hinlegen zu müssen. Geile Sache. So, wir gehen gleich mal rein. Ich habe eben die Karre gefahren. Ich benutze den jetzt hier. Ich benutze ihn einfach mal. Ich nehme hier. Ja, der erinnert so ein bisschen an Toyota. Das sieht geil aus. Die schönen alten GT1 Toyota, die waren noch mal. Die waren noch mal Schmuck. Ja, was beim anderen eben krass war, war die Bremse. Ich habe so 10, 15 Runden getestet. Habe mich so auf gerade so auf Platz 300 geschmissen. Ich versuche jetzt einfach mal ein paar Runden zu drehen noch. Strecke habe ich immer noch nicht drauf. Weiß ich so, wie es ist. Ja, Bremse war krass. War auf jeden Fall krass schnell am Blockieren gewesen. Deswegen stelle ich das hier gleich mal pauschal runter. Das Auto hier, sehe ich gerade, hat auf jeden Fall wesentlich mehr Sichtfeld als der andere. Der andere, der hatte also die Radkästen unheimlich hoch. Man konnte überhaupt nicht in den Scheitelpunkt gucken und schon gar nicht in den Kurvenausgang. Mal sehen, was der für Vorteile hat. Ob der sich besser macht. Ja, ich glaube, mit dem kann es besser gehen. So auf den ersten Eindruck. Das ist voll eine krasse Strecke, ich kenne die gar nicht, fahre ich zum ersten Mal. Oder eigne ich mir gerade an, sag ich mal so, ich habe es ja im Vorfeld, dass ich an meinen Großen schon 10 Runden gefahren. Wo ich jetzt ungefähr, wo es schon lang geht. Aber das Auto fährt sich um Längen besser. Also wenn man hier wirklich auf Zeitenjagd gehen will, würde ich diesen empfehlen. Ich zeig gleich nochmal, wie er heißt. Hast du mir jetzt nicht gemerkt. Allein schon, weil man. Nee, nicht rausfahren. Jetzt die Runde vom Arsch. Jetzt ist die Runde vom Arsch, die nächste. Na egal. Aber ihr merkt schon. Eigentlich immer noch eiskalt auf der Strecke hier. Bremspunkte hier finden auch extrem schwer, also fällt mir hier schwer, weil die Strecke so unheimlich breit ist und irgendwie machen überhaupt keine Anhaltspunkte. Er fährt sich besser, aber ich glaube, der ist echt langsamer. Also so vom. Und wieder zu spät. Ey. Nee, 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 nee. Die Runde frei, ey. Die gildet, ey. Die gildet. Die will mal eine Zeit über haben, ey. Zwar haben wir schon verloren, aber scheiß drauf. Versuchen das hier irgendwie rund zu kriegen, gut raus auf die Gerade.
richtig viel Schwung mitzunehmen auf die Gabel. Ja, da haben wir Bock schneller. Bei dem anderen konnte ich noch schneller fahren. Ich gehe noch mal raus hier. Ich nehme ganz schnell den anderen, stelle da dann die Bremse ein. Die Zeit, die kann ich nicht knacken. Aber mit dem sieht man einfach nichts. Mit dem sieht man nichts. Ist genau so ein böses Ding. Aber habt ihr wenigstens mal beide Autos gesehen und gehört. So, den. Was? Achso. Den. Ja, die Karre. Ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Kombo. Kann ich sagen, wie es ist. Das Fahren ist alles okay, aber wenn es nachher auf Zeit geht, muss alles stimmen. Darf kein Fehler passieren. Ist es echt irre. Doch gleich mal runter. Der war auch immer noch zu vorsichtig. Den Ding. Guckt euch das an, man sieht nichts. Man sieht recht nichts. Das ist egal. Ich meine, der hat nicht mehr so dumm. Unter der Haube. Also mit dem kann man auf jeden Fall schneller fahren als mit dem zweiten von rechts. Der ist nämlich dann eigentlich. Ah. Ey, man muss sich konzentrieren, die Sau. Das ist. Doch sehr anspruchsvoll. Hier echt nicht zu spät bremsen. Kurve saueng, die letzte. Wie oft ich hier schon gerade ausgefahren bin. Unnormal. Ja, jetzt haben sie mal sauber getroffen. Das ist wichtig auf so einer langen Geraden. Den Ausgang gut treffen, viel Schwung mitnehmen. Hier möglichst innen bleiben. Auch so früh wie möglich aufs Gas. Aber nicht so früh, dass man nochmal vom Gas gehen muss, das kostet. Oh, und von der Spur runter. Gleich wieder gekostet. Wenn man mal in den Dreck kommt. Ist alles aus. Hier muss ich auch noch flüssiger rumkommen irgendwie. Ja, können wir nochmal Zeit gut machen. Das kommt eigentlich so das Schlimmste weg vor. Aber das heißt schlimm.
fummelig. Fummelig mit dem Auto. Weil man einfach nicht sieht. Aber. Nein, von der Spur runter und Zeit verloren. Mann. Da bin ich überall noch so viel Zeit. Das war ein riesen Fehler und trotzdem hat es nochmal was gut gemacht. Ich will nicht lügen, aber ich würde fast sagen, die Top 100 ist doch drin. Also wenn man alles, ich für meine Verhältnisse, alles sauber treffe. Aber das ist ja. Ich habe hier erst den Mann auf dem Mond hier. Aber das ist alles eine Trainingssache. Kann man sich alles aneignen. Wenn man sich hier mal so eine Stunde hinsetzt und ohne zu quatschen, sag ich mal, durchzieht. Ach, Scheiße, jetzt hab ich mich auch vertan. Das wäre die hier. Gut, eine setze ich noch an. Und dann reicht das auch hier, denke ich. Dann haben wir das alle gesehen. Jo, 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 ey. Das fängt schon gut an. Hier. Nur ist sie schnell. Schön rauskommen. Letzte nicht verhacken und dann haben wir doch nochmal eine Verbesserung. Ich verhackse. Beschleunig. Ah, so viel Zeit verloren. Scheiße, aber. 160. Damit gebe ich mich zufrieden. Gut. Ihr habt gesehen, was es ist. So riesen Anstrengungen, wie es waren. Lohnt sich aber trotzdem. Braucht aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Übung. So, naja, damit schicke ich euch in die Wiederholung und die nächsten Videos gibt's, wenn aktualisiert wurde. Jetzt habe ich alle durch. Also, tschüss.
Ja.